Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus Episode Nummer 47. Und letzte Episode haben wir einen ganz, ganz großen Move gemacht und wir sind unserem Traum-Innenverteidiger, sage ich fast schon, ein weiteres Stückchen näher gerutscht. Nathan Chudley ist an sich im Karrieremodus immer so gut, aber nicht besonders interessant. Jetzt hier, Schürrles Vertrag läuft aus. Nein, Mangalas Vertrag läuft sowieso nicht aus. Borini, Hazard, Clark, ja, Clarks Vertrag läuft aus. 8 Millionen ist der Wert? Was? Warum? Was? Warum hat denn der so gute... Was? Hä? Ich beobachte ihn mal. William? Läuft er aus? Nein. Okay, Mulumbu. Wenn er ausläuft, ist mir das auch egal. Aber ja, klar. Ist mir auch egal. Na, Schneiderlin? Nee. Kabul? Ah, Kabul läuft aus. Kabul wäre an sich ein guter Backup-Innenverteidiger. Beobachte ich mal. Natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, Leute kostenlos zu verpflichten, sollte man die auch wahrnehmen. So ist es ja nicht. So, was haben wir hier noch aus Deutschland? John Anthony Brooks hatten wir ja schon. Der wird wahrscheinlich nicht kommen. Toprak, Coman. 700. Da können wir nochmal anfragen vielleicht. 3 Millionen. Eine Million. Wäre natürlich ein Spieler, der sehr interessant wäre, weil er Franzose ist. Habe ich ja schon mehrfach erläutert. So, Stindl kommt zu uns. Und mit diesen Allround-Werten... Ist das geil? So, Spanien haben wir noch. Musacho, Jesse, Laporte. Traum. Lacazette und Umtiti, die sind beide nicht mehr interessant, weil Lacazette schlicht und ergreifend zu teuer ist. Kann man nichts gegen machen. Was haben wir hier noch? Heftige... Nein, nicht da, nicht da. Ey, stopp, geh zurück. Dankeschön. So, Ben Yedder könnte für eine heftige Summe wechseln. Viele Teams wollen auf Ende... Stadrennen. Alles klar. Sollte Newcastle planen, seine Formstärke finanziell aufwiegen zu lassen, bla bla bla. Könnte ich bei Niang machen, habt ihr ja gesehen, 20 Millionen für den geboten. Mache ich aber nicht, denn jetzt geht es einmal im Pokal weiter und dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Niang geht auf jeden Fall in die Sturmspitze, weil ich will, dass der Buden macht. Wir spielen Doppelspitze, habe ich gerade beschlossen, mit Campbell noch. Wir können natürlich auf 4-2-3-1 spielen und dann einfach Niang auf Außen, aber ich mache das lieber so, glaube ich. So, De Jong tauschen wir mit Campbell. Und Jan geht auf die Seite. Alles klar. Zentral offensiv. Wir sind ja jetzt mittlerweile, haben wir ja festgestellt. Okay, Sissoko macht sein letztes Spiel demnächst. Wir sind ja mittlerweile unseren Großteil des Kaders los. Beziehungsweise die Spieler, die wir halt einfach nicht brauchen, die sind wir los. Das ist auch ganz schön so. Das freut mich ehrlich gesagt ziemlich. Der muss aber dahin. Wir haben allerdings noch viele Spieler, die spielen wollen, die spielen sollen und die spielen müssen. Smith gehört dazu, Barker auch wenn ich jetzt Barker gerade, habe ich den ausgeliehen oder ist der einfach weg? Oder bin ich wieder blind? Ich bin anscheinend blind oder er ist wirklich weg? Er ist weg. Ist der ausgeliehen? Ne, da ist er doch auch, ich bin blind. Dann ist Smith, geht einfach mal rein, weil Sippel in der Liga ja spielen wird. Nastasic kann auch mal wieder rausgehen, Jan Gambiva kommt dafür rein, Rüdiger kann auch mal rausgehen, dafür kommt... Curtis Good. Ne, Quatsch, Stranzel. Ja, komm, Stranzel hat sowieso so wenig gespielt. Haidara, dafür kommt Santon rein. Nein, nicht. Nein, so. Und auf rechts stellen wir Ashton Götze. Er kann nochmal auf die Bank kommen für Ben Yedder, Anita, damit und so weiter und so fort. Gouffran und Obertor können sich eigentlich nochmal präsentieren. Ne, nicht für... Oh Mann. Hey. So, wo ist Obertor? Ne, da ist er. Ihr merkt schon, heute läuft wieder bei mir, aber egal, wir wollen auf jeden Fall jetzt im Pokal weitermachen. Ersatztorwart können wir uns auch nochmal nach umgucken, aber naja, wenn Trapp jetzt so weiterhält, wie er im letzten Spiel gespielt hat, dann sollte das kein Problem sein. Gut, wir gehen ins Spiel, ich wünsche euch viel Spaß, bis gleich. Newcastle United zu Gast bei Chesterfield und in der Vergangenheit hatte man sich gegen kleine Gegner, vor allem im Pokal, sehr, sehr schwer getan und Chesterfield wollte genau das heute gegen die Magpies ausnutzen. Genau deswegen hatte man sich gefreut, dass Newcastle United mit einer B11 angetreten war, denn diese B11 hatte immer wieder zwar großes Potenzial und große Qualität, aber auch Probleme im Zusammenspiel und genau das wollte sich der Drittligist hier zu Nutzen machen. Wir schauen mal auf die Aufstellung des Mega-Außenseiters und da sehen wir im Tor Lee, Darigwa, Raglan, Hurt, dann haben wir in der Linksverteidigerposition Jones, dann haben wir noch Morsi, Ryan, Cluckes, O'Shea, Gardner und Doyle, also alles Spieler,
die einem nichts sagen müssen. Abgesehen vielleicht vom Torwart Lee, denn der, ja, der bekannteste auf dem Papier. Newcastle mit Trapp, Götz, Young, Aviva, Stranzel, Haidara, Smith und Colbeck auf der Doppelsechs und davor Ben Arfa und Perez auf den Zehnerpositionen, Campbell und Niang in der Sturmspitze. Deutlich bekanntere Namen, deutlich bessere Namen von der Qualität her. Allerdings schauen wir uns mal die Partie an, wie das Ganze lief. Erste Situation nach 30 Minuten, es passierte absolut nichts. Dann kam Chesterfield nach vorne mit Ryan, die Flanke auf Doyle wird geklärt. Da ist aber Morrissey, bringt den Ball nochmal zurück auf Ryan. Ryan komplett freie Schussbahn, macht's mit links, macht das 1:0 für Chesterfield. 30. Spielminute, die Führung für den krassen Außenseiter und Newcastle beweist wieder einmal, es funktioniert einfach nicht mit B11 gegen die Außenseiter. Es geht nicht. Die Mannschaft nicht eingespielt und man merkte es hier, nichts ging nach vorne. Viel zu viele Fehlpässe und dementsprechend verdiente im Endeffekt die Führung für Chesterfield. Man versuchte direkt zurückzukommen mit Campbell, nur 5 Minuten später. Der Junge ist schnell, der Junge ist an sich gut, aber zu wenig Zug zum Tor bisher. Dann der Ball auf Niang. Niang, der kann ja Tore schießen, zieht in die Mitte, macht das gut, ist im 16er, zieht drauf und trifft den Pfosten. Die bisher größte Chance für Newcastle in der Partie nach 38 Minuten gegen den Pfosten von Mbaye Niang. Das war's dann aus der ersten Halbzeit, mehr passierte nichts. Die Toons komplett beleidigt bzw. eingeschnappt von der Leistung ihrer Mannschaft, die war wirklich alles andere als gut. Die Fans von Chesterfield, die waren natürlich in bester Laune, die feierten hier ihre Mannschaft, denn die spielte ein wirklich sehr, sehr gutes FA Cup Spiel. Wir gehen in die zweite Halbzeit und da musste was passieren auf Seiten von Newcastle, so konnte es nicht weitergehen. Allerdings kam nur der Außenseiter. Clark ist auf Morrissey und der spielt den Ball weiter nach vorne, treibt ihn an, ja, vernascht hier einfach die Verteidigung, dann ist aber Götz dazwischen und Götz, der ist schnell und der ist gut auf den Außen, der setzt sich durch gegen Morrissey, keiner kommt so wirklich hinterher, es ist quasi ein Sinnbild für die Angriffsbemühungen von Newcastle, er zieht in die Mitte und verliert den Ball. Im 16er, weiter kam man, niemand kam einfach nicht zum Torabschluss und auf der anderen Seite sah das deutlich besser auf. Hier der Ball auf Johnson und wieder zurück auf Clark, da laufen sich zwei Spieler von Newcastle über den Haufen, der Ball zurückgespielt nochmal auf Morrissey, nochmal auf Doyle, der komplett frei in der Mitte, kann schießen und Trapp mit einem klasse Reflex verhindert hier das 0:2. Es wäre nicht unangebracht gewesen und dann das hier. 1:1, 83. Spielminute, ein langer Ball wurde rausgeschlagen, es war mehr ein Versehen, mehr ein Klärungsversuch und der kommt dann zu Ben Arfa und Ben Arfa ist plötzlich frei durch und kann das Tor machen in der 83. Minute zum vollkommen überraschenden 1:1. Ihr seht es hier, wunderbarer Ball, die Verteidigung überhaupt nicht aufmerksam und Ben Arfa kann den Ball einfach reinhauen. Bitter für Chesterfield, die wirklich überlegen waren, aber die wollten jetzt hier den Siegtreffer, die spielten deutlich besser und wollten das hier auch ja ummünzen. Ben Arfa rutscht beim Schuss nach raus, aber trotzdem keine Chance für Lee, den Ball zu halten. Allerdings ging es auf der anderen Seite weiter die Flanke auf Klackes und das war der gefährliche Kopfball, aber Trapp ist da und verhindert das Ganze von Doyle hier. Klackes stand noch daneben, auch er hätte den Kopfball nehmen können. Es war im Endeffekt Doyle und das war gut, denn so geht der Ball nicht ins Tor. Letzte Szene der Partie, nochmal die Chance für Newcastle. Nachspielzeit, sie versucht es nochmal nach vorne. Ben Arfa, der Torschütze, geht in den 16er hinein, versucht es, aber scheitert und es gibt nochmal einen Eckball. Vielleicht aus einem Eckball die letzte gute Situation der Partie. Mbaye Niang ist dafür zuständig und bringt den Ball ja nicht in die Mitte, sondern spielt ihn kurz auf Martin Stranzel. Der mit dem Ball auf Ben Arfa. Ben Arfa im 16er kann nicht schießen. Ball zu Gouffran. Ball zu Smith, der traut sich nicht zu schießen, spielt zu Armstrong. Der zieht auch nicht direkt ab, sondern ja, macht das Ganze dann ein bisschen blöd und vertändelt im Endeffekt den Ball. Und das war die letzte Szene der Partie. Es bleibt beim 1:1. Das heißt, Wiederholungsspiel zwischen Newcastle und Chesterfield, dann im St. James' Park. Trotzdem mehr als bitter für Newcastle, wieder gegen einen Viertligisten bzw. Drittligisten mittlerweile hier nicht gewinnen zu können. Die B11 ist halt einfach nicht so stark wie die AF und Chesterfield hat gut gekämpft. Ich habe mal gesagt, im Pokal nie mehr mit B11. Ich habe es wieder gemacht. Es ist wieder schief gegangen. Das kann doch nicht sein, dass wir gegen Chesterfield unentschieden spielen. Und dann noch mehr glücklich, weil ich den Ball einfach hinten rauskloppe versehentlich. Das war nicht mal gewollt. Ich habe auch Schuss gedrückt. Clever, aha, juckt mir nicht. Hong Jong-ho, juckt mir nicht. Clemens, Osako, Bambanda, Son Kayubi, Neustädter, Gözel, Lam Hummels, Brignard, Jonathan Soriano, Macchiadi, Westermann, Robben, juckt mich alle nicht. Ich bin gerade so angekotzt, ne? Warum? Na, muss in der nächsten Partie wieder besser werden. Vorne geht's einfach nicht so. So nicht. Nicht mit Spielern wie Perez. Der ist nicht gut genug. Laporta hat's abgelehnt. Er ist ein Star. Ja, leck mich doch am Arsch. Digga, du wirst bei mir. Du wirst zu mir kommen. Kannst du machen, was du willst. Bleib Bilbao erhalten, träumt weiter. Und wenn ich alles Geld gebe, was ich habe, es ist... Ach, guck mal, für Ben Yedda, das ist ja interessant. So, er will 100.000, ich gebe ihm 120. Ja, okay, sagen wir erstmal 115. 112. 500.
So. 4 Jahre essentieller Stammspieler. Komm schon. Ich weiß, du kannst. Ich weiß, du willst. Und das weißt du selber auch. Wissam Ben Yedda, 8,5 Millionen. Das ist ja so süß. Das gibt es gar nicht. Träumchen. Hat die meisten Torvorlagen gegeben, echt? Ja, das zeigt wieder Ben Yedda, ne? Ist einfach der Boss. So. Real Madrid habe verhandelt mit Lewandowski. Aha. Transferangebot abgelehnt. Guck mal, Summe ist zu niedrig. Ja. Man bietet mal 2 Millionen, würde ich sagen. Ich muss ihn nur mal finden. Da ist er. So, 2 Millionen. Kein Schlüsselspieler in der ersten Mannschaft, das wissen wir selber. Das sieht man auch am Rating mit 68. Die Frage ist, ob der uns weiterhelfen kann, ob ich den verleihen würde, ob ich ihn da lasse. Das ist so ein bisschen. Aha, wunderbar. Sehr schön. Callback ist weg. Einer unserer Spieler, der für mich ein Flop war. Den habe ich ja nie gemocht, wie ihr eventuell wisst. Salvatore Agra, der sieht irgendwie komisch aus auf dem Bild. Mustafi, beobachte ich mal. Iturraspe, Aquino, Feghouli, Alderweireld, Larrivé, González. Varas, Preto, Thuram. Alles die Spieler, bei denen ich mir das schon dachte. Sissoko ist abgeschlossen, das ist ein Träumchen. Ja, Perez Form geht runter, das ist nicht überraschend. Alter, 215.000, geiles Budget. Colbacks Form geht auch runter, aber das ist ja nicht so schlimm, weil Colback ist ja jetzt weg. So, Geis auf die 6 zusammen mit Sippel. Perez runter, dafür Oxlade rein. Aufstellung muss auch wieder geändert werden aus 4-5-1, aka 4-2-3-1. Und zwar das hier. So, Ben Arfa geht auch raus. Dafür kommt Kabea rein. Ben Yedda in die Sturmspitze für Campbell. Campbell auf die Bank für Obertan. Jan Mate rein für Götz. Santon rein für Haidara. Morrison rein für Niang. Niang immerhin auf die Bank für Armstrong. Anita auf die Bank für Gouffran. De Jong auf die Bank für Barca. Nee, für Smith. Entschuldigung. Und Rüdiger rein für Yangambiwa. Stranzel raus, dafür Nastasic rein. Und so, alles klar. Haben wir es wieder wunderbar hingekriegt. Das hat ja gar nicht mal so lange gedauert, wie ich dachte. Ich dachte, das würde deutlich aufwendiger werden, weil ich einmal meine Bank geordnet haben will. Gut, wir haben auch noch 2, 3 Tage Zeit, aber das ist ja egal. Erstmal will ich jetzt Laporte haben. Aha, da ist er. Da ist er, der Junge. Yeah. Ah, ist das ein Träumchen. Das ist schön. Das ist schön. So. Fearon Clark ist fertig. Hat ein Rating von 79. Warum hat der ein Rating von 79? Warum hat der 85 Manndeckung, 81 Grätsche, 83 Vierer, 2,5 und 91 Kopfballpräzision? 26. Ganz ehrlich. Den hole ich mir. Das ist ein 26er Spieler mit einem soliden Rating und für nix. Soll ich mir jetzt auch noch Kabul holen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Was hat der für ein Rating? 79, ist 26, er ist 30. Dürfte auch das gleiche Rating haben. Jetzt scout ich mal zu Ende. Das ist komisch. Naja. So, was haben wir hier noch? Nationaltrainer auf Pferde von Kamerun. Nein, danke. Deutsche Trainer sind da nicht so gern gesehen. Hashtag Volker Finke. Karim Rekik, Zaha, Bruno Ekwele Mangala. Wir brauchen nichts mehr eigentlich. Wir sind eigentlich vollkommen bedient. Würde ich mal so sagen. Stürmer wäre vielleicht noch eine Option. Ein Ersatzstürmer. Weil wir haben halt nur Ben Yedda und danach kommt Niang und danach ist Flaute. Und wenn Niang mal außen spielen sollte, ist zwar De Jong noch da, aber das ist halt auch ein. Die Frage ist halt aber, welcher Stürmer, ne? Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Haben wir irgendwelchen Auftrag für einen Stürmer? Ja, haben wir sogar. 14 Spieler gefunden, aber momentan keiner. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Spiel. Das ist gegen Wigan. Ich glaube, das dritte Spiel machen wir in der Episode auch noch. Ich glaube, wir spielen auch noch gegen Dings. Juventus akzeptiert für Coman. Aha. So, Rotationsspieler. Wenn jetzt Perez mal verkauft werden würde, wäre das schön, eigentlich, weil, ne, ich will den ja loswerden. Dann hätten wir noch Campbell, dann hätten wir noch. Ja, er muss weg, er muss weg. Er bleibt da, er bleibt da, er muss weg, er muss weg, er muss weg, er muss weg. Er bleibt da. Und da ist ja Laporte, den habe ich ja ganz vergessen. Ja. Für Nastasic. Jetzt haben wir so viele gute Innenverteidiger eigentlich, ne? Es ist eigentlich eine Schande. Wir können gar nicht alle spielen lassen.
Naja, egal. Ist halt Berufsrisiko, ne? Wenn Theron Clark jetzt noch kommt, dann haben wir halt für die Champions League nächste Saison ganz viele tolle Spieler. Mal sehen, ob die alle zufrieden werden würden, aber das ist ja vollkommen egal. Wir gehen in die nächste Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Nach der beinahe Blamage im Pokal gegen Chesterfield ging es heute für Newcastle im St. James's Park gegen den nächsten Außenseiter, und zwar Wigan Athletic, der momentan 20. der Premier League, also letzte, wollte hier im St. James's Park irgendwie Punkte mitnehmen. Allerdings sollte das mit dem Torverhältnis zwar nur von minus 2, aber erst 11 Punkten nicht unbedingt gleich werden gegen die momentan auf dem 5. Platz stehenden Magpies. Die beiden Mannschaften betraten das Stadion sehr gut gefüllt, natürlich mal wieder die Magpies ja mittlerweile mit einem sehr, sehr hohen Besucherschnitt, was natürlich Vorstand und auch Trainer freute, denn es pushte die Mannschaft, und die war heute wieder in A11 aufgetreten, nachdem man ja zuletzt gegen Chesterfield im Pokal nur mit B11 dastand, und das hat ja alles andere als gut funktioniert. Wir sehen El Habsi, den Mann aus Oman, der steht im Tor heute für Wigan, aber wir gucken uns erstmal die Aufstellung von Newcastle an. Trapp, Janmaat, Rüdiger, Nastasic, Santon, Zippel, Guys, Oxlade-Chamberlain, Morrison, Cabella, Ben Yedder. Keine Überraschung in der Startelf, allerdings Niang und Laporte, der Neuzugang von Athletic Bilbao, nur auf der Bank, aber allgemein gab es auf der Bank sehr viel Potenzial, dass man einwechseln konnte. Und diese Elf auf der Bank war schon fast genauso viel wert wie der Kader von Wigan. Al-Habsi, Percheron, dann Rami, Varnett, Taylor, McCann, Espinosa, Hughes, Styriak und Delors in der Startelf. Eine 5-3-2-Formation, das heißt mit Fünferkette trat man hier an, um irgendwie zu versuchen, nach vorne hin zu kontern und hinten sicher zu stehen. Natürlich vor allem Ivan Rami, der Kapitän und Innenverteidiger-Chef bzw. Verteidigungschef, sollte dafür sorgen, dass das Ganze hinten sicher stand. Auf der anderen Seite gab es dann Spieler wie beispielsweise Rémi Cabella, die versuchen sollten, die Offensive ja zu beleben bzw. den Defensivriegel zu knacken. Und wir gehen mal in die erste Szene. Sippel, der schaffte das direkt nach 2 Minuten mit seinem Pass auf Morrison, der mit dem Ball auf Ben Yedder, der ist frei, voll Habsi, aber scheitert am Mann aus Oman. Gute Parade vom Mann im Tor von Wigan, viel zu oft Mann gesagt, ist ja auch vollkommen egal. Die Ecke brachte dann nichts ein, aber es ging weiter mit Newcastle nach 12 Minuten. Ben Yedder geht über die Außen, keine Chance, ihn irgendwie aufzuhalten. Der Ball in die Mitte, und da kann man noch so viele Männer dahin haben, wenn man das so verteidigt, dann steht es zwangsweise 1-0. Morrison nutzt diese Chance hier und macht den Führungstreffer für Newcastle, nutzt den Fehler der Abwehr eiskalt aus. Da sind 4 Leute, keiner kann Ben Yedder aufhalten, keiner kann den Pass verhindern, abgefälscht noch, und Al-Habsi lässt ihn dann auch noch tunneln. 1-0 durch den Neuzugang von West Ham. Mittlerweile auch schon ein halbes Jahr bei Newcastle, so schnell vergeht die Zeit, und macht hier seine nächste Bude für die Magpies. Danach versucht es mal Wigan, aber das sah nicht besonders gefährlich aus. Hughes versucht es hier mal, setzt sich durch, der Ball auf Taylor. Taylor versucht irgendwie wieder den Ball in die Mitte zu bringen, macht das auch gut auf McCann, wieder auf Hughes, aber der Ball geht ans Außennetz, nicht zu gefährlich fürs Tor von Kevin Trapp. Anders auf der anderen Seite, macht hier klasse der gute Alexander Chamberlain, geht dann in die Mitte, die Flanke kommt rein, Ben Yedder mit dem Kopfball, geht übers Tor, aber es gibt einen Eckball, weil Espinosa da im Kopfballduell noch entscheidend am Ball war. Die wird reingebracht von Geist, der ist ja Freistoß- bzw. Standardspezialist. Hier kommt auf Rüdiger, ebenfalls gekommen aus der Bundesliga. Liga, starker Kopfball vom Mann vom VfB Stuttgart ehemals, aber Al-Habsi ist wieder da und kann den Ball halten. Geis mit der Ecke von der anderen Seite bringt die wieder in die Mitte, aber diesmal gibt es einen Foul im Zentrum und dementsprechend Freistoß für Wigan Athletic. Die spielten zwar teilweise gut nach vorne, allerdings standen sie hinten viel zu offen. Wieder Ben Yedder frei vor dem Tor, und Al-Habsi ist da und verhindert das 2-0. Ja, auch mit Fünferkette kann man hinten offen stehen, das bewies ja Wigan hier eindrucksvoll. Die Ecke reingebracht wieder von Geis, der war für alle Standards zuständig, allerdings kommt die genau auf Al-Habsi, der hält den Ball fest, und das war die letzte Aktion im ersten Durchgang. Danach, ja, war Halbzeit, der Schiedsrichter pfiff ab, allerdings erst nach dieser Chance hier von Ben Yedder nochmal, aber Al-Habsi ist da. Jetzt war Halbzeit, habe ich mich ein bisschen vertan, aber nicht so schlimm. Taylor klärt den Ball und es bleibt bei 1-0. Pausentee für die Fans, Pausentee für den Schiedsrichter und natürlich auch für die Trainer. Die waren relativ unzufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. MGT konnte noch weitaus mehr zufrieden sein als der Trainer von Wigan, denn seine Mannschaft hatte absolut nicht das umgesetzt, was man machen sollte. Stand hinten alles andere als stabil, und Newcastle zwar offensiv mit Durchschlagskraft, allerdings viel zu ineffektiv. Das sollte in der zweiten Halbzeit besser werden. Dauerte bis zur 60. Minute, dann ging Ravel Morrison unter dem Applaus der Toons, hatte das Tor gemacht, war bis zu dem Zeitpunkt der Matchwinner, und natürlich kam Mbaye Young in der Partie, und der sollte das Offensivspiel beleben. Auch bei Wigan gab es einen Wechsel, die wollten defensiv nicht mal ein bisschen verstärken, brachten einen Zehner bzw. einen offensiven Mittelfeldspieler für den ja relativ blass gebliebenen Ciriak. Gut, Young also in der Partie, das heißt Offensiv-Action von Newcastle, denkt man sich, nein, denn es spielt Wigan
nach vorne. Der Ball auf DeLore und der versucht mal mit dem Schuss und der wäre richtig gefährlich geworden. Aber Trapp mit einem klasse Reflex verhindert hier den Ausgleichstreffer des Tabellen 20. Dann ging man Young nach vorne. Der verliert hier erstmal den Ball, kriegt ihn aber wieder gegen McCann. Macht das gut, versucht mit dem Schuss. Das war die erste ansatzweise gefährliche Aktion im zweiten Durchgang von Newcastle. Die kamen nicht mehr vors Tor. Die ließen Wigan kommen. Die hatten die Offensivaktivitäten eingestellt und das endete dann im Endeffekt so. Der Ball verlängert und da ist Riera und der muss den Ball eigentlich nur reingrätschen, aber grätscht den Ball übers Tor. Wie auch immer. Ball nach vorne von Gabella, Fehler von Barnett. Benjeda ist da. Benjeda vorbei an Lapsi und macht das 2-0. 85. Minute, wie auch immer der Angreifer gerade noch bei Wigan hieß, es ist vollkommen egal, denn Newcastle, die Magpies machen das 2-0. Al-Habsi, er kann absolut nichts machen. Fehler war von Borrell passiert in der Verteidigung. Hier sieht man es. Benjeda ist spritzig, ist aufmerksam, kann sich den Ball holen, macht den rein, geht wunderbar noch an Al-Habsi vorbei und sorgt somit für die Entscheidung des Tabellenfünften gegen den Tabellen-20. Wigan, obwohl sie gut gekämpft hatten, leider einfach defensiv und offensiv nicht stark genug und dementsprechend mit dem 2-0 relativ gut bedient nach den Chancen in der ersten Halbzeit. Niang versucht es dann nochmal, scheitert im Endeffekt mehr an sich selber als an der Verteidigung, denn die hatte wieder nicht besonders gut gestanden da. Allerdings war das die letzte nennenswerte Partie, beziehungsweise Chance der Partie. Was ist heute hier los? Ich weiß es selber nicht. Das Spiel halt verwirrend, genauso wie das Endergebnis. 2-0 nur, kann man sagen, für Newcastle. Normalerweise müsste man gegen den Tabellen 20. mehr machen. Gegen Norwich gab es auch ein Torfestival. Hier heute nicht. Trotzdem souveräner Sieg der Magpies. Nächsten Spiele muss es wieder solider werden. Allerdings jetzt defensiv immerhin gestärkt. Mal sehen, wie es im Pokal läuft mit Aymeric Laporte. Ja, war ein souveräner Sieg zwar, aber das war irgendwie schwieriger durch die Verteidigung durchzukommen, als es in den ersten paar Minuten geschieden hat. Nach 30 Minuten ungefähr haben die zugemacht und da kommst du nicht mehr durch. Also kam ich zumindest jetzt nicht mehr. Habe mich ein bisschen genervt, aber kann man nichts machen. So, er würde akzeptieren, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es annehmen soll. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Ding ist, er ist ein guter Verteidiger. Er ist nicht glücklich. Oh, so ein Pech aber auch. Das Ding ist, er ist ein guter Verteidiger. Aber gucken wir uns mal unsere Verteidiger an. Wir haben Laporte, der übrigens gerade... Entschuldigung, muss ich kurz muten, hab gehustet. Der gerade nicht gespielt hat, weil ich den im Pokal das erstmal einsetzen will. Rüdiger. Nastasic haben wir. Jan Gambiwa haben wir auch noch. Und dann haben wir hier noch... Okay, Taylor, Stranzl und gut, die sind jetzt nicht gefragt. Aber er kann Innenverteidiger spielen. Genau. Er kann, glaube ich, nicht, nee, er kann nicht, aber er kann auch noch Innenverteidiger spielen. Also wir haben eigentlich genug Innenverteidiger, deswegen weiß ich nicht, ob ich den annehmen soll. Und ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich gucke eher nochmal nach einem, ja, Sechser, ich brauche eigentlich nirgendwo nachgucken. Das ist das Coole daran. Ich habe eigentlich überall, außer im Sturm eventuell. Im Sturm könnte ich nochmal eine Alternative gebrauchen. Aber das Ding ist, da habe ich einfach momentan keine. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich versuche noch mal eine zu finden, vielleicht schaffe ich das ja und ich überlege jetzt gerade schon die ganze Zeit rum, welche ich nicht so kenne. Ich will jetzt nicht unbedingt nach Potenzial oder sowas suchen, aber ich gucke einfach mal nach und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Sollen wir Ciarán Clarke noch holen oder Younes Kabul oder meint ihr auch, dass unsere Verteidigung stark genug ist, beziehungsweise dass wir genug Abwehrspieler haben? Das war's von dieser Episode, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich gucke noch kurz nach, wie viele Sechser ich habe. Ach, auch genug. Ich habe noch Anita. Gut, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.